Wie macht man das? Also wie bereitet man sich dann auf so eine Misswahl vor, auch jetzt emotional, dass man da sittlich und moralisch gefestigt da reingeht? Ich kann ja nur das geben, was ich selber hab, sozusagen, ja. Und was ist das? Ich habe mal gedacht. Ich bin zum Beispiel, ich komme ja aus Hessen, da haben wir was gemeinsam. Ja, schätze, gell? Genau, ja. Genau. Und man hört das gar nicht. Ja. Spreche dementsprechend auch schon sehr lang Hessisch, ja. Und Hessisch macht ja einen schönen Mund. Hessisch macht einen schönen Mund. Und ein schöner Mund ist ja auch nicht verkehrt, jetzt, wenn man sich für so eine Misswahl zur Verfügung stellt. Ist immer so geisteskrank, Martin zu interviewen, aber es muss ja. Wieso macht denn Hessisch einen schönen Mund? Bitte? Wieso macht denn Hessisch einen schönen Mund? Ja, weil Hessisch ist ein sehr weicher Dialekt. Ja, und, so ein bisschen ja, ja und man sieht es auch bei meiner Nachbarin, das macht schöne, sinnliche, geschmeidige Lippen. Das ist, was wahr ist, dass man es bei der Nachbarin sieht. Ja. Entschuldigung. Das habe ich jetzt auch so gemeint. Ja. So, und dann hast du da ein Lachseminar abgehalten, oder? Ja, unter anderem. Also erstmal habe ich ein Training gemacht in erotischem Sprechen. Dazu habe ich natürlich erstmal den Frauen Hessisch beigebracht, ein paar hessische Wörter. Weil, wie gesagt, das Hessische, ein schöner, geschmeidiger Mund macht, es lockert den Unterkiefer. Es ist praktisch so eine Art Facelifting. Preiswert. Hebt sogar die Brüste. Ja. Hebt sogar die Brüste. Bei bestimmten Wetter. Und dann habe ich das halt noch ein bisschen gesteigert, also in Richtung Erotik. Da kommt halt zu dem weichen Sprechen auch noch das langsame Sprechen, das verzögerte Sprechen hinzu. Also Erotik, das ist ja bekannt. Zeit lassen. Genau. Ja. Lange Jahre warten. Genau. Ja. Es hat also nichts mit Hektik zu tun. Ja. Timing ist keine Stadt in China, wie man eigentlich so sagt. So, und die haben das gut angenommen auch und verstanden auch? Ja, ja. Also das war grandios, wie offen die waren für meine Übungen und auch wie erfolgreich die das gemacht haben. Was für Übungen waren das? Können wir das mal... Ja, einfache Sprechübungen. An Frau Kilius jetzt mal zum Beispiel. Ja, sie kann das ja. Sie ist ja, ich komme ja von da. Ja, ich brauche das nicht geboren. Mehr üben. Ja. Wenn man natürlich jetzt das so ein bisschen in Richtung Erotik steigern will, dann ist es wichtig, so bestimmte Wörter zu nehmen, die sich da auch gut dazu eignen. Zum Beispiel Speichelstäche. Was? Speichelstäche. Speichelstäche. Ja. Wie gesagt, ist halt ein bisschen weicher bei uns. Gell? Ja. Ich habe auch immer ein bisschen Probleme in der Schule gehabt, weil ich Spaschel mit 2x SCH geschrieben habe. Ja, ich verstehe das. Ja. Aber es ist ein gutes Wort, um das ein bisschen zu trainieren. Nicht zu laut natürlich, so halber Flüsterton. Oder Messesteche. Messesteche, ja. Und das wurde sehr gut angenommen. Also, und wenn dann 24 Frauen Speichelstecher sagen. Verstehe das. Ja. Welche Stimmlage, weil du bist ja jetzt sehr tief und weich unterwegs als Kind. Wo warst du da unterwegs und wie sehr hat dich dann, sagen wir mal, der angehende Stimmbruch, über den du auch schon gesprochen hast, aus der Bahn geworfen? Das scheint ja ein traumatisches Erlebnis gewesen zu sein.
Traumatisch war es nur insofern, dass es sehr lustig war. Ja. Also ich träume heute noch davon. Wir waren auf Klassenfahrt gewesen. In Österreich, glaube ich, war das auch in Österreich, ja. Und von heute auf morgen, ne, habe ich auf einmal eine Stimme gekriegt wie Barry White. Ne. Und ich war selber total überrascht, weil ich habe gedacht, da spricht jemand anders da aus mir. Aber ich habe dann selber ja gesprochen und ich habe gemerkt, das ist das, was ich spreche. Ja. Das sind die Wörter, die ich jetzt vorhabe zu sprechen, die kommen auch raus, aber die hört sich ganz anders an. Ja. Und ja, das kam dann sehr gut an, schon morgens beim Frühstück bei den Mädchen, die das gar nicht von mir erwartet haben. Ja. Und ich durfte dann als einziger Bub oder Junge, knapp 14, durfte ich abends mit zu den Mädchen. Die waren ja separat in einem Schlafsaal. Und das war schon traumatisch. Ja. Aber schön traumatisch. Weil die haben alle ihren rosa Vorderschlafanzug angehabt. Und ich einen hellblauen. Habe ich heute noch. Bist du dann da eingestiegen? Bitte? Bist du dann da eingestiegen bei denen? Eingestiegen? Die haben mir von selbst die Tür aufgemacht. So, Martin, neben dir sitzt ein Mann, Herr Englisch, der sagt, der neue Papst, das ist ein fantastischer Typ, das ist ein Heiliger. Was sagst du dazu? Persönlich habe ich ihn jetzt noch gar nicht kennengelernt, ja. Aber ich finde es jetzt schön, also, dass jemand aus Argentinien dran ist. Gell? Also ist die richtige Richtung jetzt, glaube ich, geht in die richtige Richtung. Ich könnte mir aber auch demnächst mal eine Brasilianerin vorstellen.